So, mal wieder hier Let's Play Minecraft, Ruckelruck, mit der Awesome Dude. Ich kann mich nicht mehr bewegen, jetzt kann ich mich wieder bewegen, okay. Ja, was habe ich gemacht noch? Offscreen war ich in dieser Höhle noch ein bisschen unterwegs und habe alles Mögliche abgesucht und was weiß ich nicht alles. Also es ist einfach nicht möglich in dieser schimmeligen Höhle. Diamanten zu finden. Und ich bin fast bescheuert geworden dabei. Ja. Wow, Gott! Scheiße! Hab ich mich erschrocken! Geh weg! Ja, ich hab ein paar extra neue Töne drin. Mann, 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 alter Schwede. Ne, von hier komme ich ja quasi. Ja, und ich habe mir überlegt, dadurch, dass hier echt überhaupt nichts abgeht, dass wir einfach mal den Rückzug antreten. Wobei ich gerade nicht mehr ganz genau weiß, aus welcher Richtung ich kam. Doch, hier sieht's gut aus, genau. Und dann werden wir sehen, dass wir irgendwo anders hingehen. Ich habe, wie gesagt, ich habe die ganze Höhle abgesucht. Ich habe dann sogar noch mit einem anderen Texturpaket, wo man durch Wände gucken kann mit. Habe ich alles abgeguckt und so. Das Problem ist, man sieht dabei nur die Blöcke, die sozusagen erleuchtet sind. Also was hier so hinter der Wand ist, so konnte ich nicht sehen. Aber ich wollte ja auch nicht großartig rumbuddeln. Ich wollte einfach nur gucken, ob da irgendwelche Truhen noch sind, in denen da irgendwie was ist so. Am liebsten natürlich Diamanten. Dem war aber nicht so. Ja, und deswegen treten wir jetzt einfach mal den Rückzug an. Ich habe auch noch ein paar Monster-Spawner gefunden gehabt. Aber irgendwie hat mich das alles nicht so zufriedengestellt. So, dann werden wir mal sehen hier. Dies ist jetzt die 50. Folge. Let's Play Minecraft mit mir. Und ich habe, heute ist der vierte, glaube ich, vierter, zweiter. Heute vor einem Monat habe ich meine erste Folge hochgeladen. Ich muss sagen, mir persönlich gefällt das eigentlich immer noch ganz gut so. Ich habe meinen Spaß dabei. Das ist ja auch so, vermute ich mal, die Hauptsache. Und ich muss auch sagen, ohne jetzt dabei extremst mir selbst auf die Schulter zu klopfen, dass ich auf jeden Fall angenehmer spreche als in den ersten Folgen, wo halt wirklich noch recht viel Stille dabei war, so das Mikrofon war teilweise auch nicht richtig eingestellt und so weiter und so fort. Ja, danke auf jeden Fall an alle meine Abonnenten. An der Zahl sind es jetzt gerade 21. Ja, Dankeschön. Bleibt mir auch in Zukunft treu. So, nochmal Mampfen. Hört sich auch ein bisschen anders an. Genauso hört sich das anders an, wenn man irgendwo runterfällt. Das haben wir ja vorhin schon gerade gehört. Ich demonstriere das kurz. Also da bricht mehr als nur das Knie ab. Man könnte fast meinen, dass man sich das Knie durchs Hirn jagt. Ja. Ja, ich hatte ein bisschen überlegt, was wir in dieser 50. Folge machen. Ich wollte auch eigentlich irgendwie ein bisschen was Spezielles so machen. Einfach, keine Ahnung, 50 Folgen, das ist ja doch schon eine kleine Hausnummer. Hausmarke. Und ja, hab mir aber irgendwie ist mir so nicht so richtig was eingefallen. Und deswegen gibt es einfach eine ganz normale Folge. Ich muss auch gucken, vielleicht mache ich dann an dem einen Tag, bitte, zwei Folgen. Mal schauen. Ah, geh weg. Und ich habe auf jeden Fall vor, dass ich jetzt in dieser Aufnahme anfange, etwas zu minen, weil das kann ja echt nicht sein, dass wir hier jahrelang irgendwie in irgendwelchen Höhlen rumschimmeln und die ganze Zeit dabei nichts. Die ganze Zeit dabei nichts finden. Das macht ja irgendwie
nicht nur unbedingt keinen Spaß beim Zugucken, sondern natürlich auch beim Spielen. Oh. 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 Das gibt gleich Ärger. Das gibt gleich Ärger. Nicht. Alter Schwede. Man sollte vielleicht in die Nacht hier draußen rumlaufen. Naja, wir sind ja gleich da. So, ja, jetzt ist nur die Frage, wo wir denn mal anfangen rumzubuddeln. Und welcher Platz bietet sich da mehr an als die eigene erste Holzhütte? Da können wir ja irgendwie einen kleinen Schacht nach unten uns graben. Mal gucken, was da dann so abgeht. Wieso steht da ein Creeper? Aber in weiser Voraussicht haben wir hier alles gut ausgedingsbumst. Der kommt da ja nicht durch. Haha. Noob. Knaller. Stirb. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da steht auch einer, oder? Abratzen. Steht einer oder steht er nicht? Das ist die Frage. Eine Spinne. Und ein Creeper-Mann, hab ich doch gesagt. Wo kommt der denn? Warum können wir schlafen gehen? Guck mich nicht an. Einen großen Kopf. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt erstmal das Inventar lernen. So, was haben wir denn da? Gunpowder haben wir schon 56. Meine Güte. Seeds. Wo zieht's? Die tun wir gleich in die andere. Das, das, das. Das können wir mal verbraten. Das können wir umbauen. Golden Ingot. Die können wir gleich in die andere Truhe legen. Diese Truhe ist voll. Wieso ist die Truhe voll? Hm. Okay. Flintstone. Was ist das? Steinschwert. Tun wir mal in die andere Truhe. Können wir das da noch reintun? Werden wir uns erst einmal um die Ofensachen kümmern. Immerhin ein bisschen Eisen wiedergefunden. Die tun wir mal hierhin erstmal. Guckt, chicken. Wir können auch theoretisch mal. Ja, genau, machen wir uns gleich nochmal kurz an die Tiere ran. Und werden da ein bisschen ausdünnen. Die kommen hier rein. Stone nehme ich mit. Cobbleth Doneth können wir unten rein tun. Gravel sowieso. Dirt, den behalten wir mal. Fackeln, das tun wir dahin. So viel Holz brauchen wir gerade nicht. Die legen wir mal dorthin. Und dann können wir uns gleich noch eine Pickaxe bauen. So viel brauchen wir davon auch nicht. So. Eisen haben wir denn? Oh, jede Menge. Ich baue mal 3, wenn wir jetzt sowieso am Minen sind. Dann gehen die schneller weg, wie irgendwas weggehen sonst könnte. So, dann brauchen wir noch Schaufeln. Machen wir mal 3. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel schaufeln müssen, aber Vorsicht ist die Mutter in der Porzellankiste. Eine Axt werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber ich baue trotzdem mal eine. Und ein Schwert haben wir noch. So viel werden wir da unten ja wohl nicht zu tun haben. So, das Gold ist durch. So. Da. Einmal runter in den Keller, der immer noch aus Holz ist. Ich werde ihn vielleicht nochmal irgendwann umbauen. Aber nicht jetzt. So, das da, das haben wir gar nichts mehr von. Haben wir nichts davon. Wo haben wir denn hier? Da. Ne, einen wollte ich mitnehmen. Wollte ich einen mitnehmen? Ach, ich brauche keinen mitnehmen. Und dann tun wir mal das Eisen wieder nach oben. Oh, Besuch! Das finde ich ja gar nicht mal so toll. Verflixt, wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist nicht gut.
Okay, ich glaube, wir stürzen einfach so nach draußen und dann links um die Ecke. Und wir sollten noch etwas Wetz mitnehmen. Nee, das können wir gleich mal abbauen. Okay, auf die Plätze, fertig, go! Ah! So ein Gieriger! Du Gieriger! Du Gieriger! Du Gieriger! Knallköttel! Ding, ding, ding. So, dann machen wir erstmal hier. Einmal alles, bitte. Achso, die eine Reihe hätte ich vielleicht. Ah, ich lasse sie erstmal noch da, dann können wir gleich neu anpflanzen. Weil die trocknet ja so schnell aus. Ach ja, man kann ja mittlerweile auch hier rüber laufen, meine ich. Genau, sehr gut. Und dann pflanzen wir einfach mal wieder alles rundherum an. Da vorne die Kürbisse und die Melonen sind auch schon durch. Dann können wir die ja auch einmal abbauen. Denn dann gibt es auch noch was zu schnabulieren. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. So. Dann legen wir gerade nochmal die Körner ab hier. Und natürlich... Ah, die Melone nehmen wir mal mit. Da ist ja noch so einer. Geh weg, lass mich Ruhe. Music Discs, da können wir uns theoretisch auch nochmal was von bauen, aber nicht jetzt. So, alles gut. Achso, füttern wollen wir gleich auch nochmal. Da draußen! Ja, 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 ja. Ihr kriegt ja alle was. Aber erst einmal die Spinne. Weg. Yep. Hallo. Na, willst du mir wieder eine Ecke vom Haus wegreißen? Lass es sein. Wo ist gleich versteckt? Lass es sein. Stirb. So, machen wir erstmal hier Schweinchen Rosa. Wie viele haben wir von euch überhaupt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tut mir leid, du musst weg. Und tut mir leid, du musst auch weg. Was haben wir jetzt? 4. Alles klar, das passt doch gut. Du und du. Müllers Kuh, Müller Esel, das bist du. Da, du. Hallo, habt ihr es jetzt, oder? Jo. So, was macht ihr? Von euch brauchen wir noch ein paar mehr. Ihr müsst nicht alle sterben. Ihr seid auch nur 4. Das passt ja auch ganz gut. Du und du. Und du und du. Viel Erfolg. So, was machen wir mit euch hier? Wie viele seid ihr? Ihr seid 1, 2, 3, 4, 5. Tja, dann musst du leider weg. Hört mir zu, meine Kühe. Ihr seid immer noch eine zu viel. Boah, das war aber eine ganz saftige. So, nochmal. Hört mir zu, meine Kühe. Du und du, ihr dürft mal. Und ihr zwei auch gleich. Kommt mal her hier. Bitteschön. Viel Vergnügen. So, dann werden wir jetzt noch einmal kurz ablegen, was wir nicht brauchen. Obwohl, wir können uns, wo wir ja schon dabei sind, gerade nochmal ein bisschen Brot backen. Wie viele brauchen wir? 64 nicht, wir brauchen 60. Leckere Brote. Nom, 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 nom. Da, das Raw Beef. Ach, was soll jetzt kommen? Gleich mal rein damit. Huch. Und das Pork Chop. Dekadent mit einem Kohle-Ding verschwenden hier. Egal, Leder. Nee, die nicht. So. Das Brot nehmen wir... Ich weiß gar nicht, nehmen wir das Brot mit? Ich würde sagen, wir nehmen das Brot mit. Ja, machen wir mal.